14. Januar 2024. Wo kommt ihr denn her? Ja, wir kommen aus dem Kreis Mettmann bzw. aus dem Rheinland und sind mit einem Bus hier angereist und ja, versuchen einfach den gesamten Bereich zu unterstützen. Die Solidarität der Landwirtschaft ist ja deutlich zu sehen und was zurzeit mit der Regierung oder von dieser Regierung zu erwarten ist, ist eine Katastrophe. Deswegen sind wir heute auch wieder hier. Und wie sind eure ersten Eindrücke hier in Berlin von der Demo? Ja, ich denke, wir, genau, hier die... Sehr gut. Sehr gut, also friedlich und wir wollen ja auch nur friedlich bleiben und wir wollen einfach nur unseren Ausdruck zu bringen hier, dass wir mit dieser Politik, wo wir nicht, wo keine Fachleute entscheiden, nicht zufrieden sind. Hier hinter euch steht auch schon die Berliner Polizei. Wie waren bisher die Erfahrungen mit der Polizei? Also durchweg, egal auf Landesebene, egal welche. Wir waren letzte oder diese Woche in Düsseldorf unterwegs. Mit jedem Polizisten, mit dem man spricht, immer gute Erfahrungen. Wir haben einfach einen guten Rückhalt, weil wir auch immer uns ganz klar von Radikalität oder von Krawallen abgrenzen. Es macht uns einfach, es geht uns um die Sache und wir haben ein klares Ziel. Diese Politik, so geht nicht weiter. Ja, vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche euch ganz viel Erfolg morgen. Ne? Vielen Dank. Danke, euch auch.